Herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, wir sind jetzt hier bei der Mission und zwar Indien 2025 gelandet. Oder gesagt Basis Spectre. Warum hier keine Ausrüstung gibt, ich habe die Vermutung, wir können das nicht aussehen, weil das voreingestellt ist. Deswegen haben wir auch kein Fenster. Ich bin nochmal extra mehrmals rein rausgegangen. Und anscheinend ist das so eine, weil ich sehe auch hier verfügbare Einheiten. Es sieht mir aus wie so eine Mission wie beim letzten Teil mit der Blackbird. Black Ops 1, wo man sozusagen gesteuert hat von oben. Und ich glaube, hier ist dasselbe, nur sogar mit Einheiten, Geschützen und Claw. Mal gucken, wie es wird. Gehen wir mal rein. Admiral on deck. So, mal gucken. Danke, Commander Mason. Sehen Sie sich das an. Der Vorsitzende Tian Sao. Anführer von Chinas Militär und Kopf der Streitkräfte der SDC-Koalition. Der Mistkerl mimt den harten Kerl, selbst vor Chinas Regierung. Die haben ihn so gut unter Kontrolle wie wir. Ein echter Einzelgänger. Okay, weiter. Der Vorsitzende Sao hat Russland bei den Eiern. Ganz fest, Commander. Wenn Russland der SDC beitritt, wird das die größte Militärstreitmacht des Planeten. Und das ist genau das, was Menendez will. Dass die Supermächte sich gegenseitig auslöschen. Im Moment sind sowohl Iran als auch Indien bedroht. Die SDC macht ihren Zug. Zeit für eine Antwort von JSOC. Mit dem ursprünglichen Angriff haben sie unsere Verteidigung lahmgelegt. Wir haben sie abgewehrt, wurden aber dezimiert. Wir halten einen weiteren Angriff nicht stand. War es die SDC, Commander? Es waren Boden- und Luftdrohnen. Basis Spectre ist entscheidend für die Nordgrenze Indiens. Schnell reagieren können wir nur, indem wir abspringen. Das Primärziel des Feindes wird sein, die Verteidigung auszuschalten, indem er die Generatoren und Satelliten ablenkt zerstört. Wenn die Systeme ausfallen, hält ihn nichts mehr vom Hauptkontrollraum ab. Wenn das passiert, verlieren wir Basis Spectre und Indien steht zum Abschuss bereit. Okay. Dann gucken wir mal. Schließen Sie drei Eingreiftruppen, Kommando- und Kontrollübungen ab. Okay. Okay, komische Anleitung. Tutorial. Okay, ich bin in Game. Helmkamerasignal ist gut. Alle bereithalten. Okay, machen wir einige Systemchecks und Trainingsmanöver. Bringen wir das hinter uns, bevor es richtig zur Sache geht. Ich will einen Funktionscheck der Claw-Kontrolle. Bereithalten. Halten Sie die Kontrolle über die Claw zu übernehmen. Ah, gedrückt halten. Claw-Kamera online. Jo. Holy shit. Sieht alles gut aus. Testen wir das Signal der Infanteriekamera. Eins oder vier? Dann nehmen wir mal eins. Helmkamera verbunden. Infanterie-Hartübertragung steht. Ich überprüfe, ob die Geschützkamera funktioniert. Geschützkontrolle bestätigt. Geschützkontrolle bestätigt. Test das Satellitensignal. Nice. Wechsel zur taktischen Karte. Oh, die ist so slow. Machen wir ein paar Bewegungstests. Claw rückt vor zur markierten Position. Okay. Bereit. Okay, also so ein bisschen so eine Mischung aus live dabei sein, aber ein bisschen auch Strategie. So okay. Können wir die Gehen normal wir bewegen. Infanteriemanöver durch. Wohin bewegen? Dahin bewegen. Nee, dann nehmen wir die vier. Infanterie rückt zur Markierung vor. Gut. Einheiten unterwegs. Bereich durchsuchen. Halten Sie, um alle Einheiten zu bewegen. Und wohin soll ich bewegen? Oder einfach nur so? Warte, ich guck mal kurz. Nee, wahrscheinlich einfach nur so. Machen wir weiter. Ganz genau, ja. Gut gemacht. Machen wir noch ein paar Checks des Infanteriekamerasignals. Aha, Signal okay. Ist gut.
Okay, wir setzen eine Dummy-Drohne im Bereich ein. Eine AGD-Übung, sie wird zum einen Ziel transportiert, okay. Da oben. Bereithalten für Zielübung. Überprüfen wir das Signal der taktischen Übersicht. Tab, okay. Wen soll ich anvisieren? Da. Vorrücken zum Angriff. Gegnerische AGDs zerstören. Granat oder was? Einheiten angreifen. Er schießt. Gedrückt halten. Jawohl. Nur noch ein Infanterie. Boah, das Drehen ist so slow. Infanterie wird direkt kommandiert. Jo, der hat MG. Vorwärts zur Markierung. Drücken Sie, um sich kurz zu bewegen. Infanterie rückt zur Markierung vor. Sieht gut aus. Zum letzten Mal als Team. Alle Einheiten zur Position vorrücken. Also gut, ich denke, das hätten wir. Okay, also jede Variante. Das nächste Mal wird es dann ernst. Also am besten ist wahrscheinlich definitiv die Flugkamera benutzen. Oder Strategiekamera und da ganz schnell die Missionen machen und anklicken, was sie machen sollen. Und dann am besten eine Einheit nehmen, die am meisten in Action ist oder die stärkste. Und dann einfach rasieren. Okay. Versuchen wir es. So, was haben wir hier? Was Neues oder so? Verteidigen Sie die Folge, indem Sie die wichtigsten Außenkomponenten beschützen. Okay. Sobald alle am Boden sind, sicheren Bereich schaffen. Dann versuchen wir es mal. Und landen. Feindliche Truppentransporter benötigen noch eine Minute. Alle Einheiten am Boden schaffen einen sicheren Bereich. Die Satellitenkommunikation, der Transformator und der Kühlturm versorgen die Tore der Basis mit Strom. Wenn zwei davon ausfallen, hat der Feind Zugang zum zentralen Hauptrechner. Die Claws da hinten. Maschinengewehr ist da. Wir haben keine Leute da hinten. Die laufen jetzt da hinten hin. Okay, die Claws hier. Die würde ich auch da eigentlich da lassen. Weil wir haben hier hinten niemanden. Das ist das Problem gerade. Eins da oben, vier da hinten. Klo-Einheiten rücken vor zur Position. So, du bleibst da auf jeden Fall. Braucht ein bisschen lange zum Reagieren, aber gut. Nicht schlimm. So, jetzt warten wir. Wo gehen die hin? Das ist schlecht. Haben wir? Wegpunkt eingerichtet. In Bewegung. Feuer auf feindliche Klon. Greife feindliche Infanterie an. Gefahr eliminiert. Der Kühlturm wurde beschädigt. Dreh dich um, du Stück Scheiße. Deswegen. Wieso hat sie sich so hingestellt? Ja, die müssen wir selber kontrollieren. Verteidigung koordinieren. Kord neutralisiert. Abschluss bestätigt. Gefahr eliminiert. Der Feind drückt vor, um die Satellitenantenne zu zerstören. So, Leute. Störereinheit platziert. Lenksystem wird manipuliert. Abschluss bestätigt. Unter uns, oder was? Habe ihn. Feindliche AGD erledigt. Direkte Claw-Steuerung übernommen. Wir suchen. Warte. Dreh. AGD-Einheiten. Ich kann nicht hören. Das ist schlecht. Was ist das denn? Ich kann es nicht killen. Vorrücken zum Sichern. Abschuss der feindlichen Quad-Drohne bestätigt.
Die Satellitenantenne nimmt Schaden. Feindliche Truppen greifen die Satellitenantenne an. Nur die Einheiten können die killen, wow. Gefahr eliminiert. Erwischt. Ein Mann ist verwundet. Wo ist er? Ein Mann ist verwundet. Okay, hier ist nichts mehr. Switchen. Feindliche Quad-Drohne ausgeschaltet. Basisnetztransformator wird angegriffen. Klor zur Unterstützung bereit. Wegpunkt eingerichtet. In Bewegung. Wir nehmen den hier, der ist am nächsten. Ich stehe ein bisschen AFK rum. Gefällt mir nicht so sehr. Okay. Neue Feindaktivität. Wo? Über mir. Okay. Ich hoffe, die klettern hier nicht rüber. Nice. Okay, switchen. Übernehme Geschützsteuerung. Wir erleiden Verluste. Der Kühlturm wurde beschädigt. Verteidigung koordinieren. Verstärkung abgesetzt. Eagles am Boden. Die ist kaputt. Gefahr eliminiert. Ziel auf feindliche Infanterie. So. Gut, dass wir so ein bisschen Blackbird haben. Haben wir. Irgendwann muss hier sehr viel hin und her switchen. Warte, ist die vierte Einheit schon so viel tot? Abschuss bestätigt. Ja, jetzt kommen neue. Rücke vor zum markierten Wegpunkt. So, zurück. Oh ne. Haben wir. Come on. Feuere auf feindlichen Claw. Wunderschön. Kann ich die erste Einheit hier hinschicken? Vor zum markierten Wegpunkt. Weil er kann die besser sehen. War das schlecht. Der Feind rückt vor, um die Satellitenantenne zu zerstören. Der Kühlturm wurde beschädigt. Verteidigung koordiniert. Aua. Scheiß Drohnen. Der Feind ist kurz davor, den Kühlturm zu zerstören. Feindliche Quad-Drohne ausgeschaltet. Rücke vor, um Infanterie zu neutralisieren. Wahnsinn, das viele. Nachladen. Da unten war noch einer. Scheiße. Dieser Ficker. Kühlturm wird angegriffen. Vorrücken zum Sicher. Störereinheit platziert. Lenksystem wird manipuliert. Ein Teammitglied blutet stark. Warte, ich guck mal, wo. Junge, die können hier nie alleine kämpfen. Nur weil er hier sitzt. Das ist so buggy. Rücke vor, um Infanterie zu neutralisieren. Ziele auf feindliche Infanterie. Oh, ich komme nicht weg. Der ist so slow. Feindliche Truppen greifen die Satellitenantenne an. Der Netztransformator wurde beschädigt. Ich sehe nichts. Mehrere Eagles erwischt. Truppstärke erheblich verringert. Ein feindlicher AGB haben wir. Einmal hinsetzen, wieder switchen. Junge, wie lange man das verteidigen muss. Ich muss geschützt nehmen. Der Kühlturm wurde beschädigt. Verteidigung koordinieren. Satellitenantenne steht unter Beschuss. Haben wir. Achtung, Kühlturm wird angegriffen. Ja, warte. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Alter Schwede, von hier aus schon. Crazy. Der Kühlturm wurde beschädigt. Verteidigung koordinieren. Gefahr eliminiert. Mein Gott. Okay, pass auf. Switchen. Rücke vor, um Infanterie zu neutralisieren. Der Kühlturm ist echt heavy. Satellitenantenne wird angegriffen. Mein Gott, die Maus musste 10 Jahre ziehen. Ein Mann ist verwundet. Ja, das ist nicht gut. Zurück zu 2. Unter meiner Kontrolle.
Feindliche Truppen greifen die Satellitenantenne an. Komm, lass mich schießen, lass mich schießen. Ein Treffer. Rücke vor, um Infanterie zu neutralisieren. Ein Teammitglied blutet stark. Erwischt. Ziel auf feindliche Infanterie. Der Feind greift den Kühlturm an. Könnt ihr mal schießen? Also ich mag es nicht, dass sie nicht von alleine schießen, wenn ich sie nicht anvisiere. Das mag ich nicht. Ah, jetzt auf einmal. Das Visier ist cool. Für, also Solo. Oh no. Unser Claw ist tot. Holy! Er hat die zurückgeschmissen. Junge, das ist ein bisschen schwer. Alter, schwer. Schwer. Alter, wie soll ich den killen? Hat er mehr Waffen? Oh, Müll. Das ist ein bisschen schwer, wenn man hier alleine ist. Jungs, schieß! Aua! Nee, das wird nix. Holy! Junge, ich brauche eine andere Waffe. Ich habe echt drüber geschossen. Nachladen, Junge. Alter, ich tue mein Bestes. Ich bin tot. Der ist down. Die Schildtüren sind zerstört. Gegner rücken nach innen vor. Die Schildtürverteidigung ist offline. Rein zum Verteidigen. Erwischt. Verbündete Verstärkung kommt zu Hilfe. Gefahr eliminiert. Die Zeit wird knapp. Wir müssen den feindlichen EMP zerstören. Gefahr eliminiert. Mein Gott, war das heavy. So, Jungs, wo sind die letzten? Ziele auf feindliche Infanterie. Ein Treffer. Erwischt. Das ist so crazy. Junge. Die Gegner greifen ohne Ende an und zwar auch noch perfekt, ey. Und wir hier... Alter, das war wirklich schwer. Aber auch nur, weil es beschissen war wegen Wechseln. Und unsere Claw wurde so schnell zerfickt, ey, weil die nichts gemacht hat. Die stand mit der scheiß Lauf in der Wand drin, ey. Wenn du sie selber nicht gesteuert hast. Und ich habe schon gesagt, geh ein Stück zurück. Junge, das war kacke programmiert. Oder einfach scheiße von mir gespielt, da ich sie anders usen müssen, aber trotzdem. Ich hatte erwartet, ich tue sie zurück zwischen den beiden Punkten. Sie verteidigt den Zaun, den Punkt und den oberen Punkt. Stattdessen, ich glaube, das hat gar nichts gemacht. Ja, okay. Verdammt gute Arbeit, Mason. Glück gehabt. So, gerettet Indien vor SDC-Invasion geschützt. War wahrscheinlich auch sehr wichtig. Okay, Eingrafttruppe. Jetzt gibt es wahrscheinlich noch mehr Level später. Oh Gott. Na gut. Gut, benutzen die Pfeiltaste, um den Vögel durchzuschalten. Eine neue Eingrafttruppenmission ist verfügbar. Die Mission Schiffbruch ist nur noch für 4 weitere Kampagnenlevel verfügbar. Oh, hell na. Okay, man muss also einmal nochmal schützen.
Und hier habe ich eine Claw AGD, diesmal wenigstens, und keine scheiß festen Miniguns, die nicht selber schießen. Und wieder die Seals. Und ich habe natürlich die Mission. Die Mission kann eigentlich warten. Okay, machen wir daraus eine Strategie-Mission. Also, gehen wir mal hier rein. Mal gucken, wie es hier wird. Der Frachter ist randvoll mit Dongfeng Hyperschallraketen. Mach 7 fähig. Mit nur einem Angriff könnten sie alle unsere Flugzeugträger ausschalten. Auch die Obama. Die Raketen werden an diese Zerstörer geliefert. Sie sind durch ihre Nanoröhren für unsere Satelliten unsichtbar. Deshalb musste Harper diese Aufnahmen auf die altmodische Art bekommen. Die SDC will diese Raketen gegen den Iran einsetzen. Ganz recht, Männer. Iran. Wir haben schon genug Probleme, ohne dass die SDC sich mit Persien anfreundet. Die primäre Verteidigung des Keppel Terminals ist eine einzelne zentrale Dongfeng-Rakete. Sie bekommen spezielle Sprengladungen. Die Hochleistungsmikrowellen werden das Lenksystem der Rakete stören. Die Randbereiche östlich und westlich sind von Lasern gesäumt. Strahlen, die jede Kurzstreckenrakete ausschalten können. Wir brauchen sie, um den Frachter zu eliminieren. Oh, bin ich im Angriff? Nicht in der Verteidigung? Die Hackmodule programmieren ihre Zielsysteme um, damit sie im eigenen Saft schmoren. Wenn ihre Verteidigung ausgeschaltet ist, rufen sie Kraken für einen Luftangriff auf den Frachter. Jetzt bin ich mal gespannt. Immer noch verteidigen oder endlich mal Angriff? Die Multiplayer-Map kenne ich auf jeden Fall. Zerstören Sie den Frachter. Yo, Angriff. Mit Dongfeng Hyperschall Cruise Missiles. Alles klar? Noch 10 Sekunden. Alpha D, Zielperson wurde gefunden. Seile weg. Bereit machen zum Einsatz. AGD ist außer Gefecht. Eagles bereit machen. Raum gesichert. Bestätigt. Verstärkung hinter uns abgesetzt. So, come on. Diesmal sind wir im Angriff. Bestätigt, Infanterie. Okay, pass auf. Zur Unterstützung. Unser Klo wurde eliminiert. Mir nach. Wir müssen ihre Luftabwehr ausschalten. Boah, der hat keine weiteren Aufsätze. Na gut. Leute. Oh, hell na. Wegpunkt eingerichtet. In Bewegung. Greife feindliche Infanterie an. Eine AGD weniger. Einer weniger. Einer weniger. Muni wechseln. AGDs kommen, noch eine Minute. Oh, die Waffe war richtig eklig. Auf geht's. Okay, jetzt sie besser versteckt machen sollen. Scheiße. AGD-Unterstützung jetzt verfügbar. Zu neutralisieren. Ein nice. Spielen wir mit der Scar weiter. Die hat mehr Schaden. Slow as fuck, aber Damage ordentlich. Der Fall eliminiert. Da ist noch ein Raketenwerfer. Den brauche ich. Der Fall trifft das Hackermodul. Los zum Leute, könnt ihr mal... Ihr wollt mich verarschen. Ihr könnt nicht eine Sekunde das verfickte Ding beschützen. Ihr seid so scheiße. Verteidigung zurückerlangt. Alle Eagles am Boden. Seile kappen. AGDs wie angewiesen unterwegs zum Wegpunkt. Feindliche Quad-Drohne ausgeschaltet. Ziele auf feindliche Quads. Zeige AGD-Bilddaten. Bestätigt. Verstärkung hinter uns abgesetzt. Ein Treffer. Ziele auf feindliche Infanterie. Alter. Hier rumschreit. Kommen. Weiterer Trupp nähert sich. In Empfang nehmen. Helmkamera verbunden. Ja. Gut, dass ich sie so platziert habe. Diesmal war es schlauer. Genug Schaden. Okay, ich sehe schon, das meiste müssen wir selber machen. Stellung unter unserer Kontrolle. Wir Viking, AGDs sind jetzt unterwegs. Hack abgeschlossen. Verbündete Verstärkung kommt zu Hilfe. Wieso bewegt er sich so beschissen? Sound ist so komisch. Okay. Aber. Boah, ist das schwer. Leute, nach vorne, nach vorne. Folgt mir, folgt mir. Erledigt.
Das killt ihn nicht. Wo lebt er? Crazy. Kann das Ding mal sterben? Finally. Holy. Los, 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 los. Störereinheit wird platziert. Steuerung wird neu aktiviert. Die sind echt ziemlich schlecht, meine Bots, ne? Gefühlt in jedem Spiel. Ob FIFA, ob Sport, ob dieses Spiel. Immer sind die... Oh! Die Steuerung ist so beschissen. So, haben wir. Okay. Raketenlenksystem deaktiviert. Bestätigt. Raketenlenksystem ist offline. Raketenlenksystem deaktiviert. Alle nach vorne. Abschuss bestätigt. Die EMP? Haben wir. Erwischt. Haben wir. Greife feindliche Infanterie an. Infanterie rückt zur Markierung vor. Erobern. Let's go. Einmal für euch. Bestätigt. Na dann. Ein Mann ist verwundet. Aua. AGD-Unterstützung jetzt verfügbar. Ziel auf feindliche Infanterie. Feuer. Mein Gott, nach dann. Ich platziere das jetzt. Greife feindliche Quads an. Schön versteckt. Weiterer Trupp nähert sich. In Empfang nehmen. Hacker-Modul installiert. Information bei Abschluss. Claw-Kamera online. Erwischt. Junge, das Ding hat sich kaum bewegt. AGD-Unterstützung jetzt verfügbar. Feindliche AGD erledigt. Das wird jetzt dauern. Verstärkung kommt zur Hilfe. Unterstützung. Oh, das Ding hat sich kaum bewegt. Gefahr eliminiert. Wir müssen zurück switchen. AGD ist bei mir formieren. Nee. Schmutzautomatik ausfallen. Um Infanterie zu neutralisieren. Erwischt. Die Bombe. Die Bombe. Die zweite Laserstellung gehört uns. Flugzeug ist am so, wir switchen auf die hier. Gib mir das mal her. Zum Abwehren. Drücken Sie F. Luftangriffseinheit nähert sich. Waffe gefeuert. Ihr Viking. Amen. 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 Fucking hell. Die Maus will sich nicht bewegen. Na Gott sei Dank. Puh. Treffer bestätigt. Schiff versenkt. Mission erfolgreich. Der Konvoi hat den Treffpunkt erreicht. Alle Einheiten, Bereich für VTOL-Abflug sichern. Ja, die KIs könnten Verbesserungsvorschläge haben. Am meisten die eigenen. Ist nicht schlecht, sowas Neues einzubringen, aber ich fände es besser, wenn man wirklich so richtig, du bist der Commander, hast einen Charakter und alles drumherum sind deine sozusagen Bots, die mithelfen und dass sie automatisch mit dir laufen, angreifen. Das wäre besser gewesen. Weil häufig standen die nur rum und du musstest alles alleine machen. Aber naja, ist trotzdem nicht schlecht. Genau so machen wir die Scheiße. Gute Arbeit, Scheiße. Langgezogen. So, Iran davor bewahrt. Sehr gut. So, haben wir Neues noch? Nee, haben wir nicht. Okay, gut. Wahrscheinlich in 4 Missionen kommt die nächste, weil da stand ja extra irgendwie 4 Missionen für diese Mission noch Zeit gehabt. Und zwar Kampagne, es sind also mehr Side-Missions, aber trotzdem muss man wahrscheinlich alle machen fürs gute Ende. Weil man soll ja nicht alle als Feinde haben. Okay, pass auf, nächste Mission. Aber ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo und Kommentar da. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.